Ja, das werden wir demnächst wahrscheinlich zusammenkratzen können. Du bist müde, okay. Und hier ist noch mehr Turmalin, das ist auch okay. Also muss ich jetzt gucken, dass ich da runterkomme. Und das mache ich am besten mit Steintreppen. Und mein Prinz flüchtet vor einem Gnom. So. Das heißt, wir kommen hier an das Gold und da an den Stein. Level up für dich. Noch mehr Turmalin und darunter ist noch mehr Stein. Okay. Ja, du gräbst ins Gold rein. Sehr schön. Da hinten ist noch mehr Gold. Das ist auch immer gut. Hier drüben würde ich auch gern hingraben. Da komme ich ja am besten von hier aus hin. Merke ich gerade so. Der Raum da sieht auch recht klein aus. Okay, die porten sich die ganze Zeit nur in ihrem Raum herum. Da ist noch ein Wolf. Das ist gar nicht mal so schlecht, dass da noch ein Wolf ist. Bitte lauf jetzt nicht ständig wieder herum. Tut er. Dankeschön. Achso, du reißt hier das Zeug ein. Das war jetzt vielleicht ungut, dass die beiden jetzt da rauskommen können. Nee. So. Das hätte ich gern ausgebuddelt eigentlich. Und hier eine Leiter hin. Noch mehr Silber. Das nehme ich auch gern mit. Da ist noch mehr Stein, den ich gerne mitnehme. Weil mit genügend Stein kann ich. Ja, könnte ich theoretisch Steinsäulen bauen. Aber nee, mit genügend Stein kann ich so einen hier reinstellen.
der meine Zwerge begrüßt. Und das gibt mir auch gleich schon den Boost. Hallo, nächste Gnomin. Ich verkaufe jetzt leider dein gesamtes Mobiliar. Oh, da ist jede Menge Stein noch. Und etwas Turmalin. Wie sieht's mit den beiden aus? Ach, ihr könnt jetzt schon zu Gelehrten werden. Durch die guten Forschungstische dürftet ihr eigentlich schnell aufsteigen. So. Hast du gegessen? Ja, hast du. So. Der ist auch weg. Wir haben wieder einen Forschungspunkt. Das heißt, wir kommen langsam in Richtung Plattenpanzer. Und wir können unserem Zwergenhort die zweite Stufe spendieren, die wir brauchen. So, erstmal würde ich gerne an das Silber ran. Ich habe genug Holz. Den Stein lasse ich jetzt mal in Ruhe. Den brauche ich jetzt erstmal nicht. Hey, du hast schon Level up. Sehr schön. Du bist auch kurz davor, deins zu kriegen. Ja, ihr kriegt so viel Erfahrungspunkte, wie ihr Forschungspunkte generiert. Oder sind das die ganze Zeit nur die Erfahrungspunkte, die bei denen hochploppen und nicht die Forschungspunkte? Wobei die nicht ganz so wie Erfahrungspunkte aussehen, deswegen... Okay, mit dem Holz, was ich habe, mache ich erstmal hier fertig dicht. Da muss ich irgendwann hier dicht machen. Wahrscheinlich mache ich nur das obere dicht und lasse das den unteren Raum in Frieden. Okay, die beiden Orks. Wie bist du hier reingekommen? Soldaten. Macht ihn platt. Du hast sie wahrscheinlich von oben irgendwie da runter geportet, oder? So. Und wenn ihr schon dabei seid, kümmert euch gleich um den da. Ja, danke. Nein, nicht danke. Ich mag es nicht, wenn meine Verkämpfer rumspacken. So. Ihr könnt von mir aus jetzt alles kaputt machen. Ich mach mal die Leiter nach oben wieder ganz. So.
Sag. Oh. Da hat sich mal wieder ein Zwerg reingepuddelt in ein Loch und ich habe es nicht gemerkt. Ja, gut, danke. Noch mehr Stein. Also mit Steinen habe ich kein Problem. Kann ich nicht einfach das hier verkaufen? Ich kann die Tür verkaufen, aber... George! So, ich fordere noch einen Zwerg an, den ich nachher zu meiner mache. Wenn er Stufe 5 erreicht hat. Ich sollte eigentlich noch einen Militärzwerg anfordern. So, Plattenpanzer. Und wisst ihr was? Das da ist eigentlich Verschwendung für euch beide. Ich hole mir nachher zwei weitere Zwerge, mache die zu Militärzwergen und lasse die das mal übernehmen. So, ich könnte den Eingangsraum noch hier gestalten. So. Da und da noch. Und dann den Boden. Gut. So, hier möchte ich noch rein und dann kann ich hier dann auch zumachen. Ich würde eigentlich am liebsten auch hier gerne ein Ding zumachen. Ja, das mache ich einfach auch gleich mal. So. Gut, den Raum kann ich auch noch steinern machen. Da ich ja das Turmalin lieber für was anderes nutze. Jo. So. Und so. Und obenrum auch gleich noch. So. Da würde ich gerne alles zumachen. Okay. Das heißt, der Raum ist auch schon mal fertig. Du bist da, du bist da. Okay. Das heißt, den Stein könnt ihr hier noch rausholen. Dann reicht das auch erstmal hier an Stein. Da hier sowieso alles ziemlich zerpflügt aussieht. Und ich habe eine riesen Fliege in meinem Zimmer, habe ich gerade gesehen. So, ich könnte mich dann erst ums obere Tor kümmern. Nachher, sobald ich das dann mit den zusätzlichen Soldaten geregelt habe. Fordern wir die am besten auch gleich mal an, die zusätzlichen Soldaten. Und Raum mit... Oh! Albino-Maulwürfen. Und ein bisschen Eisen. Ein böser Maulwurf. Ja...
mit bösen Maulwürfen komme ich einigermaßen klar. Aber ich sehe, wir müssen zur Not Stein verkaufen. Hier habe ich eine Goldader übersehen. Schande über mich.